Hallo, voilà. Das sind Spitzenunternehmen, die hier heute ausgezeichnet werden. Die machen die Schweiz aus. Das sind die Unternehmen, die uns Arbeitsplätze schaffen, die uns international vertreten, die den Export trotz dem schwierigen Franken-Euro-Kurs-Verhältnis über die Runde bringen. Herzlich willkommen zum heutigen AMAG Family Business Award. Generell das Thema Family Business Award ist sicher etwas, das, würde ich sagen, aktueller denn je ist. Gerade für die Schweiz eine hervorragende Idee. Die KMU sind extrem wichtig. 90% der Unternehmen sind familiengeführte Unternehmen und etwa fast zwei Drittel von allen Mitarbeitenden arbeiten in so Unternehmen. Und das macht den Preis eigentlich die Leistung von diesen Unternehmen bewusst machen. Und das ist ein würdiger Anlass, sowas wirklich hervorzuheben. Heute wird das große Engagement der Familienunternehmen gewürdigt. Wir heißen Sie herzlich willkommen zur Verleihung des Family Business Award, dem Preis für nachhaltiges und werteorientiertes Unternehmertum in der Schweiz. Heute wäre er genau 102 Jahre alt geworden, am 13. September 2012. Sie wissen natürlich, von wem ich spreche, Walter Häfner, der die AMAG 1945 gegründet hat. Mit unserem Family Business Award wollen wir die beeindruckenden Leistungen dieser Unternehmer vermehrt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Denn wie kaum in einem anderen Land bilden Familienunternehmen das wirtschaftliche Rückgrat unserer Gesellschaft. Mit diesem Preis sollen echte unternehmerische Werte, die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung und das nachhaltige Wirken aktiv gefördert werden. Der Mensch, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Mensch steht also im Mittelpunkt. Der Mensch prägt die Werte. Eigentlich ist Nachhaltigkeit ein Konzept gegen kurzfristiges Denken, gegen Monatsabschlussdenken, Quartalsabschlussdenken, gegen Denken auf nächste Wahlen hin. Es ist ein Konzept der Langfristigkeit, des generationenübergreifenden, das ja in den Familienunternehmen eigentlich im Kern schon drinsteckt, dieses langfristige Denken. Für die Finalisten gibt es ein Jahr zu fahren mit dem neuen Golf und der Gewinner darf das Auto behalten. Notre premier finaliste du soir, Louis Bellet, voici les deux CEO, Madame Roxane Piqueret et Monsieur Arnaud Maître, bienvenue. Ils nous ont su nous transmettre cette passion du travail, du respect des employés, de faire en sorte que tout le monde soit motivé et qu'on aille tous dans le même sens pour innover tous les jours et puis voir loin. Comme chacun respecte beaucoup l'autre, pour ses qualités, ses compétences, chacun connaît les défauts de l'un et de l'autre. Donc les petits conflits se résolvent assez facilement de par la confiance et l'amour qu'on a dans la famille. Félicitations encore une fois pour nos premiers finalistes de la soirée. Und von der Trisa begrüße ich ganz herzlich den CEO Adrian Pfenniger und den Verwaltungsratspräsidenten Philipp Pfenniger. Ja, wir haben schon wieder ein Geschwisterpaar hier auf der Bühne, diesmal zwei Brüder. Wie ist das denn so, mit dem Bruder ein Unternehmen zu führen? Er ist der Chef. Lassen Sie das so stehen? Das sehe ich nicht so. Ich sehe, da ist große Harmonie im Spiel. Das Leben wird wirklich da von unseren Mitarbeitern eingehaucht. Das ist unser wirkliches Kapital. So, und jetzt zeigen Sie uns das schönste Trisa-Lächeln, das Sie zu bieten haben. Also die beiden Herren haben die Zähne heute sicher geputzt. Heute Abend bei uns der Inhaber und der Verwaltungsratspräsident der Firma Tuchschmied, Richard Nägeli, und der CEO Tobias Hormuth. Wie kann man denn in diesem Bereich als Unternehmen nachhaltig arbeiten? Unternehmer sein ist für mich relativ deckungsgleich mit Nachhaltigkeit und von daher ist es Spaß und Aufgabe zugleich. Also ist mal schön, auf dem Podest zu sein. Mir ist egal, welchen Podestplatz, aber darauf zu sein, das ist gut und gibt natürlich PA. Gleich zu Beginn
möchte ich im Namen des Jurypräsidenten Hans-Peter Burkhardt und im Namen aller Jurymitglieder nochmals unsere ganz, ganz große Hochachtung aussprechen vor der Leistung jener Familienunternehmen, die wir beurteilen, die wir auch besuchen durften. Wir dürfen heute ein engagiertes Vorzeigeunternehmen mit einer langfristigen, nachhaltigen Strategie auszeichnen. Es ist die Firma Tris AG aus Triengen. Ich gratuliere ganz, ganz herzlich den Herren Adrian und Philipp Pfenniger und allen Mitarbeitern. Das ist ein Fest hier mit den... Ja. Ja, packt den Chef, das dürft ihr sonst nicht machen, gell? Sehr schön. Das sind alles Mitarbeiter, wenn ich richtig unterrichtet bin, der Firma Trisa, die hergeradelt sind heute Nachmittag, um heute Abend hier zu sein. Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital und hier steht das Kapital nicht in Franken und Rappen, sondern in Fleisch und Blut. Das ist eben ein Teil unserer Kultur, dieser Spirit, unser Trisa-Geist, der ist entstanden über Generationen. Wir möchten der Familie Häfner danken und der AMAG dieses wichtige Anliegen und diese Plattform des Family Business Award geschaffen zu haben. Und wir möchten den anderen Finalisten gratulieren und die vielen gut geführten Familienunternehmen in der Schweiz ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Familienunternehmen sind wohltuend anders. Familienunternehmen haben Zukunft. Vielen Dank. Sie haben es gesehen, die enorme Kraft, die in einem Familienunternehmen steckt. Zuerst arbeitet man den ganzen Tag und dann fährt man auch 100 Kilometer mit dem Fahrrad. Ich finde, das ist beeindruckend und hervorragend. Was wäre die Schweiz ohne Familienunternehmen? Ich glaube, dass wir heute Abend mehr denn je diese Bedeutung gesehen haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Standort Schweiz nicht die Bedeutung hätte, die er heute in Europa innehält, gäbe es nicht solch innovative und erfolgreiche Familienunternehmen, wie wir sie heute auszeichnen durften. Ich denke, der Ablauf heute Abend hat auch gezeigt, dass es diesen Preis braucht. Es hat Platz für einen Familienunternehmenpreis in der Schweiz und ich bin stolz und ich bin sehr froh, dass die AMAG dazu beitragen darf. Die erste Ausgabe habe ich sehr gut gefunden. Ja, die Idee sehr gut gefunden, weil es ist wirklich etwas, was ich das Gefühl hatte, in der letzten Zeit nicht im Fokus ist gestanden. Sehr erfrischend, inspirierend auch. Und ja, ich muss sagen, ich bin stolz, dass wir in der Schweiz solche Unternehmen haben. Es ist eben ein Team, das zusammenarbeitet, das harmoniert. Und das macht eine gute Firmenkultur aus. Super organisation. Oui. On est très satisfaits, très contents, très heureux.